Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem kleinen Vlog. Wer mich noch nicht abonniert hat, der kann das eben gerne tun. Und zwar hier oben irgendwo, da ist jetzt ein Button, da könnt ihr mich abonnieren und verpasst dann auch keine Folge, sofern euch dieser ganze Quatsch, den ich hier wirklich nur aus Spaß mache, gefällt. Ich habe übrigens letztens eine Statistik gesehen, dass ich ein theoretisches Monatseinkommen durch meinen Vlog hier habe von circa 72 Cent bis knapp 10 Euro im Monat. Aber das ist nur theoretisch. Nein, ich mache das hier aus Spaß und weil ich mich gerne selber reden höre. So, jetzt aber heute was ganz Besonderes. Ich muss übrigens mein Licht mal neu ausrichten, weil irgendwie spiegelt in meiner Brille. Ne? Naja, heute was ganz Besonderes oder was Kleines. Nämlich von Flight das Tiny 6. Gekommen ist das durch die liebe Maria von Juke Supply. Die hat das irgendwie so ganz schnell angekündigt und da habe ich gedacht, da guck ich mir mal an, ne? Und da ist es, so ist es verpackt und eigentlich ist da auch jetzt nicht viel drin. Also ich würde euch das jetzt gerne einfach mal vorstellen und mal kurz zeigen. Was ist das hier eigentlich? Was ist denn das Flight Tiny 6? Das Flight Tiny 6 ist eine kleine Box. Und das Besondere an dieser kleinen Box ist, ich kann ein Instrument daran anschließen. Das Ding läuft auf Akku. Und ich habe eine Bluetooth-Verbindung zu meinem Handy. Das ist ja alles ganz toll. Und was noch toller ist, das Ding kostet keine 50 Euro. So, wer jetzt denkt, ich kann damit jetzt einen Raum beschallen oder meine Nachbarn oder sonst irgendwas, nein, das kann ich euch jetzt schon sagen, das könnt ihr nicht. So, ich mache jetzt auch keinen Vergleich mit zum Beispiel meinem AR, weil das ist eine ganz andere Liga und das zählt überhaupt nicht. Aber das Ding ist trotzdem cool und ich packe das jetzt einfach mal aus. Also, so sieht er aus. Es gibt den übrigens in zwei Farben. Das hier ist Walnuss und es gibt den noch in, ist das Buche oder was ist das? Ja, keine Ahnung. Also den gibt es auf jeden Fall, ich gucke jetzt nicht nach. Also den gibt es auf jeden Fall in zwei Holztönen. Ja, wie gesagt, so sieht er aus. In der Verpackung ist noch ein USB-Kabel und ich kann das ja auch noch mal ganz kurz zeigen, eine klitzekleine Anleitung. Ich habe es natürlich wieder zugemacht. Warum eigentlich? Also, USB-Kabel, könnt ihr mir einfach glauben, ja. Und diese mega Anleitung, weil eigentlich mehr braucht man auch nicht, ne? Muss man einfach mal sagen. Grundsätzlich, da ist ein Akku drin, die Akku-Aufladezeit ist circa 2 bis 3 Stunden und dann hält der gute 4 bis 5 Stunden Betrieb. So, soweit so gut. Was wiegt der? Der wiegt, weiß ich gar nicht. Oh, keine Ahnung, der wiegt aber nicht viel. Ja, also das kann ich euch schon mal, so viel kann ich euch schon mal verraten. So, jetzt, ich zeige ihn euch mal im Detail. Also erstmal ist das schon mal ein nettes Design, den kann man halt, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber den kann man halt auch schön auf den Tisch stellen. Ne? So. Auf der einen Seite hier habe ich, so, muss man so zeigen, so, hier habe ich den Klinkeneingang und hier habe ich den zugedeckten USB-Port. Das heißt, hier schließe ich dann halt mein Kabel an. Hier könnt ihr das sehen, ne? Schließe ich mein Kabel an, um dann halt auch das Baby aufzuladen. Aufladen ist wirklich, ja, ne? Wie gesagt, dauert ein paar Stunden. Aber wenn man den jetzt bekommt, ist der auch schon aufgeladen. Das ist irgendwie ganz cool. So, auf der anderen Seite sieht die Sache schon etwas anders aus. Ich halte das mal so ein bisschen schräg. So, oben ist ein Pluszeichen, dann kommt ein Minuszeichen. Das ist, Überraschung, das ist die Lautstärke. Darunter ist ein runder Knopf, der ist für USB an-aus. Ja? Und darunter ein Plastikschiebeschalter. Wenn ich den betätige, leuchtet in meinem Fall jetzt ein grünes Lämpchen und er piepst ganz kurz. Und ihr seht hier drin, seht ihr ein blaues Lämpchen. Das ist halt das Bluetooth an ist. So. Und wie ich schon sagte, jetzt kann man den halt ganz einfach mit meinem Instrument koppeln, indem ich halt das Kabel reinstecke oder beziehungsweise per Bluetooth, koppeln war jetzt das falsche Wort, oder halt per Bluetooth mit meinem
Smartphone oder Tablet oder irgendwie sowas. So, das zeige ich euch jetzt mal als allererstes. Deswegen habe ich hier mein iPad, weil mein Handy, das nutze ich gerade zur Kontrolle. Ja, deswegen kann ich das gerade nicht nehmen. Also, ich schalte das Baby ein, bedümm, und gehe dann, gehe dann, hier war gerade eine Störung, Entschuldigung, gehe dann einfach in meine Bluetooth-Übersicht, ja, und suche dann halt das Gerät. Der Gerät. Ich mache es jetzt doch eben mit meinem Handy. Also, schaut euch das mal an. Zup. Bluetooth. Wo ist er? Da ist er schon. So, und dann habe ich ihn auch. Man sieht ihn an auch. Flight Tiny 6 heißt der. Und dann kann ich halt ganz easy peasy, könnte ich jetzt hier zum Beispiel Musik abspielen. Müssen wir ganz kurz gucken, dass wir hier was haben. Komm, machen wir mal hier was. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Ah. So. Jetzt Schluss wegen Dings. Das war übrigens Mike Dawes oder Dawes mit Jump von Van Halen. Mit einem tollen, wirklich tollen Fingerstyle-Gitarre-Dings. Entschuldigung, ich war mit den zwei Geräten, mich ein bisschen abhängig. Also Mike Dawes Jump. Könnt ihr mal googeln. Ne? Gibt es ein tolles YouTube-Video und der Typ ist wirklich, der spielt keine Ukulele, der spielt Gitarre. Aber das ist schon der Hammer, was der kann. So, das ist wie gesagt, kann man super nutzen. Alles akkumäßig. Mein Sohn und meine Tochter fanden das total geil. Die sind damit direkt in ihr Spielhaus gegangen und haben sich da eine Folge Bibi und Tina reingezogen. Warum auch nicht? Ist ja auch ganz nett. So, jetzt aber kommen wir zu dem, warum ich das eigentlich zeige, nämlich um den als Verstärker zu benutzen für meine Ukulele. So, dazu nehme ich jetzt hier mal ein ganz handelsübliches Klinkenkabel und werde mal drei verschiedene Instrumente hier mal anschließen. Ich mache jetzt erstmal Folgendes, weil ihr seht den ja gerade gar nicht, ne? Könnt ihr den hier so ein bisschen sehen? Hier, seht ihr den jetzt, ne? So, machen wir so. So geht's. Also, so sieht's aus. Jetzt stöpsel ich hier erstmal das Kabel ein. So. Und am anderen Ende, ein bisschen Chaos hier. Und am anderen Ende nehme ich ein Instrument. In dem Fall nehme ich erstmal ein Ukulelenbass. Das ist mein Carla Wanderer. Und mit Flightgurt. So, und den schließe ich jetzt mal hier an eben. Damit man auch sieht, dass das auch funktioniert. Ne? Man muss dazu sagen, je nach Pickup kommt viel oder wenig raus. So. Volle Lotte. Einschalten. Es gibt übrigens keine Knack- und Unterdrückung oder sonst irgendwas. Ja, das funktioniert alles nicht. So, oh, man hört was. Hört er? Ausgegangen. Also, Bass geht, ja, es ist nicht die Menge. Muss man einfach sagen, es ist so, es ist nicht die Menge, was natürlich auch logisch ist irgendwo, ja. Aber für zu Hause zum Üben, und wenn man halt sagt, ich möchte lieber ein bisschen mehr hören, funktioniert auch mit dem U-Bass. Was ja schon mal, wie gesagt, nicht schlecht ist. So, jetzt Kabelwechsel. Oh, knack, knack. Bisschen aufpassen. Eigentlich macht man ja normalerweise, wenn man jetzt einen richtigen Verstärker hat, ja, also ich meine, bei so einem kleinen Ding ist das eigentlich eher Latte, macht man das Gerät lieber leise, ja, also was natürlich mit den Druckschaltern ein bisschen länger dauert, oder schaltet es eben aus, ja. Aber, naja, so.
jetzt etwas Besonderes, nämlich meine Ziegenspeck E-Ukulele. Nochmal ganz kurz, das ist hier eine Ukulele mit einem Piezo-Pickup, ja, also keine Stahlseiten und kein Pickup mit Magnetspulen drin, sondern halt ein Piezo-Pickup, wie es halt auch bei vielen Ukulelen der Fall ist, hat halt nur ein Solid-Body Dings, also ist von der Bauform her. Das Ding hat aber, wie gesagt, ein Piezo-Pickup und der ist auch passiv. Also ist kein Vorverstärker drin, sondern ist wirklich passiv. Ja? So, wenn ich jetzt hier aufdrehe, hört man ein bisschen was. So. Es ist nicht viel. Also wer einen passiven Pickup hat, Vorverstärker wäre ganz geil, weil ansonsten ist das hier zu wenig, was hier rauskommt, muss man einfach mal so sagen. Ne? So, und jetzt als zweiten Vergleich die Ukulele mit dem aktiven Pickup. Jetzt muss ich allerdings einmal den Pickup erst aufladen, weil ich habe einen Misi-Pickup, der kriegt 2 Minuten Strom, damit da ein bisschen Saft drin ist, damit sich die Kondensatoren aufladen und ist egal. Also ist keine Batterie drin, ich muss den jetzt aufladen. Also ich komme wieder in 2 Minuten. So, 2 Minuten sind nicht um. Aber ich denke mal genug, um jetzt hier mal das zu zeigen. So, ich drehe jetzt hier die Lautstärke runter, weil ich weiß ja, was kommt. Also ich schließe jetzt meine Ukulele an. Zack. Also, wie man hört, da kommt richtig was raus. Das ist auch schon, ich würde sagen, fast ein Tacken zu viel. Ja? Also, ein bisschen runterdrehen. Also ist gut. Und so weiter. Also man hört, es kommt richtig was raus und das ist eigentlich jetzt auch ganz cool, weil ehrlich gesagt, wenn man jetzt halt eine kleine Möglichkeit sucht, um seine Ukulele ein bisschen zu verstärken. Also wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, dass man da ein Wohnzimmerkonzert mit gestalten kann, ja. Aber so für sich zum Üben oder wenn man jetzt mit mehreren Leuten oder mit einem Gitarristen ist, um sich vielleicht auch besser zu hören, funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja? Und was halt auch ganz cool ist, ich kann ja auch jetzt immer noch mit Bluetooth, könnte ich jetzt immer noch quasi Background-Musik einspielen und könnte dann dazu spielen. Was ja eigentlich mal so nicht schlecht ist. Ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich meine, das Ding kostet keine 50 Euro. Was ich echt geil finde, ist das Design. Das sieht einfach echt super aus. Auch sehr wertig. Akku, wie gesagt, ist vollgeladen. Wird übrigens hier mit dem Lämpchen, wird im Übrigen angezeigt, von wegen, wie der Akkuladezustand ist. Das heißt, wenn es rot ist, dann habe ich nur noch ein wenig Zeit und muss dann jetzt halt auch einfach aufladen. Wie gesagt, Konzerte kann ich damit nicht bestreiten. Aber für mich, wenn ich es ein bisschen lauter haben möchte, alles da. Und wie gesagt, meine Ukulele ist umgestimmt, deswegen aber das geht einiges und
klingt halt auch echt gut. Ne? Schöner Attack, also sehr sensibel und wie gesagt, für so ein kleines Teil, ich glaube 45 Euro, Hammer. Also muss ich sagen, da ist Flight echt was gelungen und ich finde das eine coole Idee, das zu tun. Also da, sowas zu bauen und sowas auf den Markt zu bringen. Und wie gesagt, per Bluetooth Backing Tracks und dann kann ich ein bisschen dazu spielen. Ist doch cool. Ja? Also gar nicht mal so übel. Checkt das mal aus. Ja? Wer da Bock drauf hat, ich persönlich, für mich ganz, ganz klar schon eine Empfehlung, ne? Für das Geld. Also in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, haltet Abstand, übt schön und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann demnächst live und in Farbe und spielen ein bisschen zusammen. Obwohl ich ja nicht fürs Rudel spielen bin. Aber naja, ist egal, wir machen es dann trotzdem. Ich habe so eine Sehnsucht danach. Okay, alles klar. Tschüss.